Soziale Innovationen sind besonders gefragt jetzt in letzter Zeit, weil die technischen Innovationen der letzten Jahrzehnte auch an ihre Grenzen gestoßen sind und die sozialen Probleme in der Gesellschaft wachsen und wachsen und da eigentlich noch keine wirklichen Lösungen gefunden werden. Deshalb ist die Politik und die Wissenschaft auch vermehrt interessiert an solchen sozialen Innovationen, die vor allem eben aus Bewegungen kommen wie diesen Ökodörfern und Gemeinschaften. Weil da leben Menschen ja ganz verdichtet zusammen und erproben neue Arten der sozialen Beziehungen und des Zusammenlebens. In intentionalen Gemeinschaften, die sich jetzt neu entwickeln seit einigen Jahrzehnten, da findet Demokratiebildung von unten statt, wirklich im kleinen Miteinander, wo Menschen sich persönlich aufeinander beziehen und Dinge gemeinsam planen und wo diejenigen, die dort wohnen und leben, auch tatsächlich mitgestalten. Also wo das nicht getrennt ist, sondern Menschen, die dort leben, die besitzen auch meistens die Immobilien mit, das Land, wo sie wohnen. Meistens ist es eine Genossenschaft oder eine Stiftung oder ein Verein, wo eben diejenigen Miteigentümer sind. Wenn Sie mich fragen, was die Politik unternehmen könnte, um diese Initiativen zu fördern, das ist ein recht schwieriges Feld, weil auf der einen Seite ist natürlich mit finanzieller Förderung oft, naja, ob das jetzt wirklich den Kern der Sache trifft, ist die Frage. Aber rechtlich ist da schon einiges zu machen, indem zum Beispiel Kommunalpolitik einfach mehr Möglichkeiten gibt, solchen Initiativen im baurechtlichen Bereich zum Beispiel. Oder indem mehr unterstützt wird, dass Immobilien auch für solche Gemeinschaftsprojekte zur Verfügung gestellt werden und nicht den meistbietenden Investoren. Dass ich in einer Gemeinschaft lebe, das hat eigentlich schon im Studium und davor angefangen, mit Anfang 20, na, schon mit 19. Dass ich eine Gemeinschaft gründen wollte, um einfach dieses gemeinsame Leben auszuprobieren, etwas zu gestalten, einen eigenen Garten und da das nachhaltige und ökologische Leben auszuprobieren. Und während meiner Laufbahn an der Uni hatte ich dazu nicht wirklich die Zeit und die Kapazitäten, das beides zu machen. Deshalb ist es dann hinten angestellt gewesen die letzten 15 Jahre. Und jetzt möchte ich das wieder ausprobieren. Und weil ich auch merke, das rein theoretische Forschen darüber, dass ich immer wieder in diese Gemeinschaften reingehe, mit den Menschen rede, das hat mir schon sehr viel eröffnet. Aber es hat noch nicht für mich als Forscherin ausgereicht, um wirklich zu verstehen, was die Themen und die Probleme dort sind. Und seit ich jetzt in den letzten 8 Monaten da lebe, ist mir nochmal eine ganz andere Ebene auch eröffnet, was eigentlich das Leben dort ausmacht und was auch anstrengend ist und worauf es wirklich ankommt. Vermissen tue ich eigentlich nichts vom vorherigen. Naja, im Ökodorf haben wir natürlich schon sehr wenig Wohnraum pro Kopf. Das ist doch ein bisschen manchmal, ja, auf diesem engen Wohnraum, was ja sehr ökologisch ist, ist eine Herausforderung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ganz viel Gewinn, auch durch Gemeinschaftsräume, die zur Verfügung stehen. Also wenn ich morgens Yoga machen will, dann gibt es nicht viel Raum dafür in den gemeinschaftlichen Räumen, wo ich das machen kann. Aber mein privater Raum ist natürlich weniger. Und das ist ja auch so gedacht. Und dass wir eben gemeinschaftlich leben und viel Natur um uns herum haben, sodass dann da oft eine Art Ausgleich da ist. Ich nenne sie jetzt mal intentionale Gemeinschaften, die eine neue Form von Miteinander ausprobieren. Weil die alten Gemeinschaften, die traditionellen Gemeinschaften aus den letzten Jahrhunderten, die wir kennen, Großfamilien, wie man im Dorf zusammengelebt hat, das war ja auch eine Befreiung eigentlich mit der Moderne. Gerade zum Beispiel auch für Frauen, dass die Frauenemanzipation eigentlich daraus erwachsen ist, dass diese alten Gemeinschaften, die auch sehr repressiv waren, dass sie sich aufgelöst haben. Und die Individualisierung, die jetzt die letzten Jahrzehnte oder 100 Jahre sehr stark sich entwickelt hat in den westlichen Ländern, die hat natürlich Vorteile, weil die eine Befreiung gebracht hat und eine Selbstentfaltung für die Menschen. Und doch sind damit auch negative Aspekte verbunden. Vereinzelung, Entfremdung, auch der Druck des kapitalistischen Systems auf die arbeitende Bevölkerung, also dass wir die ganzen psychosomatischen Erkrankungen, Burnout, was irrsinnig in die Höhe gegangen ist. So, und diese Gemeinschaften, die jetzt neu entstehen, die schaffen da eigentlich neue Werte. Nämlich, dass das Soziale wieder an Wert gewinnt. Das hat ja in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, in unserer Kultur, an Wert verloren. Dass eigentlich die produktiven Tätigkeiten, dass man durch das Investmentbanker, die eigentlich Werte zerstören, die höchsten Einkommen generieren können, das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Das ist ja die verkehrte Welt. Und Menschen, die sich um andere kümmern, in der Altenpflege, in der Kinderbetreuung, dass die so niedrige Löhne bekommen, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und in den Gemeinschaften wird jetzt versucht, eine andere Form von Wertigkeit wiederherzustellen, was dort auch gelungen ist in vielen Beispielen.
die also einen Wertekontext schaffen in ihrer Gemeinschaft, wo sie das anders, wo sie damit anders umgehen. Zum Beispiel, indem sie Bedarfseinkommen haben und keine festgelegten Löhne, die sich an einem Wirtschaftssystem draußen orientieren. Und deshalb ist es mir so wichtig, da auch bewusst zu machen, auch der Politik bewusst zu machen, was da für ein, ja, für ein Wert drin liegt, in dem, was diese Gemeinschaften entwickeln. Und so zum Beispiel auch die Idee, ob nicht jede Kommune auch schaut, dass sie eine Gemeinschaft in ihrem Ort fördert. Das muss nicht unbedingt gleich ein Zusammenleben sein, sondern dass die Räumlichkeiten, die in der Gemeinde zur Verfügung stehen, eben für die Bevölkerung da sind, dass sie sich erstmal überhaupt treffen können und miteinander in Austausch kommen, Nachbarschaftshilfe organisieren können. Also dass sowas unbedingt gefördert werden sollte, weil dieses soziale Miteinander, die Gemeinschaftlichkeit, das ist der Schlüsselpunkt für die Herausforderungen, die wir jetzt haben und das zu lösen. Natürlich auch die Integration von Migranten, also wie wir die in unsere Kulturen, in unser Wertesystem integrieren, das kann nur funktionieren, wenn wir hier bei uns auch starke Gemeinschaften haben, wo Menschen schon miteinander ein Netz gebildet haben. Wir haben vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht von der Universität Münster, Soziologie unter gemeinschaftsinteressierten Menschen. Und da kam heraus, dass 75% dieser Menschen sich als spirituell bezeichnen. Also da ist unglaublich viel Bewusstsein für Spiritualität, aber nur 7% als religiös. Also die Menschen in Gemeinschaften, die sehen da einen unglaublichen Unterschied. Und da fragt man sich ja, wieso? In Klöstern haben wir diese Umfrage auch gemacht und die sagen ja, religiös und spirituell, das ist doch das Gleiche. Da sehen wir keinen Unterschied. Und in den Gemeinschaften ist das ganz anders. Und ich interpretiere das so, dass Spiritualität als eine direkte Selbsterfahrung mit Gott oder wie man es nennen will, gesehen wird. Also dass es sehr erfahrungsbasiert ist, was die Menschen in Gemeinschaften suchen in Sachen Spiritualität. Und das Religiöse eher verbunden wird mit einem alten System von Kirche und Dogmen vielleicht auch, die vorgegeben sind und was obsolet geworden ist für Menschen, die was Neues suchen und auch neue Formen von Gemeinschaft suchen. Und ich denke mal, dass die Kirchen da auch natürlich vor Herausforderungen gestellt werden, wie sie damit umgehen. Und dass das aber auch eine Chance ist, jetzt etwas Neues und die Systeme zu transformieren, weil die Gemeinschaften eben dieses Potenzial von Spiritualität und Suche nach Spiritualität auch haben. Und die Klöster ja auf eine Art auch Nachwuchsprobleme haben. Und ich sehe da ein großes Potenzial, das zusammenzubringen. In Österreich haben wir da vor ein paar Jahren eine Tagung veranstaltet im Stift Melk, wo wir das versucht haben zusammenzubringen, die Ordensgemeinschaften und diese neuen Gemeinschaften. Das war zumindest ein Versuch, aber es ist noch ganz am Anfang und ich glaube, da braucht es noch viel mehr Kommunikation untereinander und was ist eigentlich dieser gemeinsame spirituelle Kern? Kann man da was Gemeinsames finden und sich ja, vielleicht in Zukunft da annähern?